Hallo und willkommen hier bei Paz auf Exile mit Wusel, Marie und Merlin der Ziege. Gucken wir auch Wusel Marie sagen, aber ich glaube, da ist sie beleidigt. Ja, wir wollen hier natürlich weitermachen. Das große Finale von diesem Markt und den ersten großen bösen Buben besiegen. Wir gehen hier los. Ja. Bin gespannt, wie das funktioniert. Ob wir da nicht drauf gehen. Haben wir eigentlich irgendwelchen Blut, den wir verkloppen müssen? Ach, hier ist noch ein Komplett her. What's up? Ja, what's up? What's up, man? So, das können wir verdicken. Stay out of the shadows. Genau. Wie du meinst. Zack, 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 zack. Alles her hier nach diesen doofen Ring da. Haben wir eigentlich irgendwas drin? Ah, tatsächlich. Verderbt. Keine Ahnung. Zu lieben. Treffgenauigkeit. Erhöhte Seltenheit, Widerstand, Lichtradius. Dafür haben wir Stärke, Geschick, Leben, Intelligenz, Mana. Ja. Vielleicht schmeiße ich den Ring auch irgendwann mal raus, ich weiß nicht. Der nervt mich so ein bisschen. Haben wir noch irgendwann den Tor, der uns hier weiterhelfen kann an Gammon. Unterstützung, Fressrausch bringt uns so erstmal nichts. Weil wir dafür auch erstmal den Zauber brauchen. Das Ding kann dann halt da nichts unterstützen, wo nichts ist. So, das bringt uns alles nicht weiter. Ah, hier mit dem blöden Ring noch, den können wir eigentlich auch verdicken. Ja, weg damit. Weg damit. Ich kann ihn nicht mehr sehen. So. Kann ihn nicht mehr sehen. Ganz bestimmt. Den kann man eigentlich auch verdicken. Vielleicht wäre es besser, das Ding mal zu tragen, als das Ding hier. Wenn die Unterstützungsgem, die da oben drin sind, warum eigentlich eh alle nicht? Weil die unterstützen nichts. Das Ding gibt uns Rüstung, ja. Regeneriert Leben, okay. Das ist ja auch nicht schlecht. Dafür haben wir hier Treffgenauigkeit, okay. Erhöhter Energieschild. Die seltenen Kunden empfundener Gegenstände steigt wieder. Wir haben Feuerwiderstand. Vergrößerten Lichtradius und einen höheren Energieschild und Ausweichen. So. Verderbten Mist hier kann ich nicht mehr sehen. So. Brauchen wir nicht. Hier können wir eine Unterstützungskämmer reinmachen und einen Zauber zum Beispiel. In Frostsport, da haben wir aber nicht zweite Luft oder sowas. Das wäre, da würde dazu gut passen. So. Die brauchen wir nicht so unbedingt. Fleischopfer haben wir. Dann hätten wir noch Seelenopfer dazu. Gibt Chaos-Schaden. Aber Stufe 1, das müssten wir erstmal so. Seelenopfer ist auch nicht so schlecht.
Haben wir ein Phantasma hier mal schieben. Das unterstützt auch Schemen erwecken. Mit Projektilen. Und hier hätten wir entweihen. Der Boden Aritus ist mit dem Projektil. In Schwächen, dann verfluchen wir alle Ziele. Die verursachen dann weniger Schaden. Schemen erwecken, Fressrausch. Ah ne, das geht ja gar nicht. Ist kein grünes. Einzig grüne, was ich hier hätte. Das Unterstützungsskimmer wären dann die drei. Oder? Naja, das ist auch nichts. Das ist eine 10er, 12er, 8er. Unterstützt Schemen erwecken, okay. Dann machen wir doch einfach mal. Und Schwächen leveln wir einfach mal mit. Das ist auch nicht schlecht, Verzweiflung. Verfluchte Gegner haben weniger Chaoswiderstand. Kriegen mehr Schaden für, bei Schaden über Zeiteffekten. Und Gegner bekommen 9 bis 12 Chaos-Schaden. Schützt das auch Verzweiflung? Nee. Das bringt zwar jetzt nichts, aber das können wir hochleveln in dem Platz hier. Weil das ist nicht so schlecht. Das gibt uns zusätzlichen Chaos-Schaden, Elementarwiderstände und Chaos-Widerstand. Vielleicht sogar besser als Fleischopfer. Weiß ich jetzt nicht. Das gibt uns halt nur eine höhere Geschwindigkeit und Angriffsgeschwindigkeit. Jetzt wird da drauf. Ne?
Okay. Naja, haben genug hier rumgedoktert. Machen wir weiter. Das Schepter Gottes. Da müssen wir hin. So, ah, da sind die Kollegen wieder. Hallo, wie geht's euch? So. Sollen wir den Weg nach oben finden hier? Geht hier alles von vorne los? So, da haben wir schon mal ein Schemen gewirkt. Leichten Explosion ist auch interessant. Falsche. Wir müssen nach oben, nicht nach unten. Oh, bin ich denn da erwischt? Denn da gezaubert. Hm. Okay.
Okay, wir haben jetzt 6 Zombies dabei. Gut. Nie alles. Jesus Maria, ach, ich weiß nicht. Okay, aber nur ein. Ich weiß nicht, geht mir auf die Nerven ein bisschen. Ich habe ein altes Setting wieder. Es liegt mir noch irgendwie mehr. Hier ist nichts. Die geht doch jetzt nach unten, oder? Ich will aber nicht nach unten. And not before. Die gehen nach oben. So, das. So, hier, lang, Leute. So. Okay. Da drüben war auch, dann müssen wir da lang vielleicht. Und dann hier runter. Okay, wir haben jetzt einen Zombie mehr gekriegt. Hier geht's noch rum. Wunderbar. Das obere Zepter Gottes. Habe ich auch immer so vorgestellt. Die Treppe nach oben. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann holen wir uns aber hier nochmal so ein paar Pünktchen. Oder die hier noch uns mal gucken. Irgendein Loot? Nee. Ja, wir haben noch schwerer gekriegt.
viel hier, aber. Gut, besser als nichts, ne? Mal gucken, wie oft wir nachher drauf gehen. Hier müsste ich eigentlich schon lang. So, ja! Oh Gott. Oh, es regnet. Ich werd nass, ich werd nass, ich werd nass, ich werd nass. So, jetzt sind wir wieder drin. Puff, okay. Die sind weg. Das war was. So. Ich hasse es, nass zu werden, dann laufe ich lieber durch ein Säurebad. Jetzt macht man die Frisur durcheinander. So, jetzt gehen wir mal hier nach oben. So, Merlin, alles klar. Genug Salami-Brote getankt. Das sieht aber nicht schön aus. Okay. Nun gut, das sind halt unsere Bediensteten, Mitstreiter, Kollegen, Anverwandte. Nee, also. Hier los. Yes. So. Hier ist nichts. Kommst du dir so her? So ein bisschen spät, mein Freund. Auch wenn du nur ein Spektrumgeist-Dings bist. Ja. Ja, so. Ja. Hm. Oh, Kandelaber. Den kann ich gebrauchen in Going Medieval. Dann müsste so Spiele übergreifen, den Loot klauen können. Das wäre eine interessante Sache. Na. So, hier geht's nach oben. Wunderbar. Ja. Ja Gott. So, nächste. Wie viele Stufen hat denn dieses Ding hier? Ist ja furchtbar. Ist also ohne Fahrstuhl. Wer hat das entworfen? Ja, wir können ja auch mal hier dieses Dings wieder machen, ne? Wie heißt er nochmal? Scrunch. Komm, mach auf, Mensch, scheiß Tür. Hab schon alles gekillt, es geht viel zu schnell hier. Seelenabfahrt gedingst. Aufgestiegen. Oh. Ey, aus dem Hinterhalt. Feiges. Was immer das war. Zeug. Ich kann nochmal einen frischen Zombie machen. Da sind wir hergekommen. Ne, da geht's nicht weiter. So, wahrscheinlich hier rechts. Ach, oh, oh, oh. Ah, hier, jetzt diese Maschine. Ah ja, Menschenenergiesystem. Das wäre was gegen die Energiekrise. Oh. Toll, so eine riesen Truhe und dann ist noch nichts drin. Komm, hier holen wir uns nochmal ein bisschen XP. Gucken, was hier ist. Ach, ich hab meinen Dings gar nicht an. So, alle geboostet. Dann geht's mal hier rein. Da geht's nach oben.
Okay, gehen wir nach oben. Das Turmdach, Halleluja, jetzt wird's interessant. The master that called you here. Ja, ja. Bla bla. Ja. Kali, der Wahnsinnige. Lili. Ja. Ist mir jetzt egal, wer wahnsinnig ist, welches Geschlecht er hat. Ich glaube, das ist wahnsinnig. Was geht da wieder los? Da müssen die auch immer so viel labern, diese Typen. Die erklären dann ihre bösen Pläne auch immer und so. Holla, die Waldfee. This world is an illusion, Exar. You know. So, Junge, verpiss euch ein bisschen aus der Nähe da. Ihr werdet gleich nicht lustig. No one will cry for you, Dominus. Not a soul. Da ging mal flott. Das ja. Hello. You have mounted the summit of the Empire, not a cockroach. You have crushed the bug emperor and wiped his maggot dreams from the skin of Raeklaas. Ja, nur zum ersten Mal. Dominus exiled you, naked and alone, unto the palm of death. But you would not die, would you? No. Ich bin schauen. Mit dem letzten Charakter bin ich, glaube ich, fünfmal gestorben. Promised it the world, made it das ging jetzt aber richtig flott. So generously shared it with all your fleeting friends here in Raeklaas. Sehr interessant. Not once did you forget what you were. Not a cockroach feeding on the corpse of a dead empire, like the pests you crushed as you walk. Blah. Of course, there will be more. Auf Wiedersehen. Ja, komm hier. Wo wir schon dabei sind, wir können jetzt mal gucken, was hier dann dieser Level an Scourge für uns bereithält. Hier oben. Nicht viel. Hm. Okay. Da ist ein bisschen wenig. Okay, gut. Schade. Aber was haben wir hier? Der Turmausgang ist offen. Wir haben einen Scourge Fertigkeitspunkt bekommen. Das ist schon transformiert, naja. Auf der einen Seite ist aber auch ganz praktisch, wenn man hier was reinlegt und hat hier keinen Platz mehr. Man schleppt es trotzdem mit sich rum. Also es ist nochmal ein kleiner zusätzlicher Platz zum. Wie nennt man das denn? Zum Mitnehmen. Das haben wir voll, das auch. Das könnte mir hier mal was vergeben, ne? Hm, also
Weg würden wir dann weniger schlechte Sachen kriegen. Was ist das denn hier? Ein Dreiling mit Rot? Oder? Nicht zu uns. Ein Pfauenhorn. Also nicht besser als das, was wir haben. Haben wir noch keinen besseren Zauberstab gefunden. Dann gucken wir am nächsten Level. Kann sein, dass es dann da besser wird. Transformiert Level 1. Da müssen wir eigentlich nochmal transformieren können, weil wozu macht es dann Sinn, dass es ein Level 1 gibt? Muss ja auch ein Level 2 geben. Ja, gucken wir mal. So, dann haben wir das hier auch. Wo ist jetzt der Ausgang? Da ist Aquädukt. So, haben wir hier unseren großen Bossgegner geschafft. Da bin ich aber jetzt ja sehr überrascht, muss ich sagen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, das Schämen sind immer noch bei uns. Na gut. Ach, jetzt kommen hier diese komischen Glubberkugeln immer an. Nein, hier. Oh, nehmen wir mit. Das ist mir. Geh weg. Da ist auch nochmal eine Sphäre. Was ist denn hier los, ey? Wieder voll verwöhnt von Loot. Ich bin gar nicht gewohnt. Okay, jetzt wird es hier ein bisschen viel, aber die Jungs machen das schon. Wenn ihr diesen Blutdurst Boost hier haben, dann hauen die natürlich noch mal schneller zu. Muss eigentlich nur noch vorbeilaufen, Adam. Diese komischen Motten schon wieder. Ist ja keine Kugeln gegen. Aber hier sind wieder so unnütze Felsbrocken, okay. Aber kann natürlich sein, dass man hier das auch verbessert hat, dass man unter diesen Dingern nicht nur noch Staub findet. Weil hier dann auch wieder. Oh Gott. Kommt alle, ey. Geht weg. Hui. Ich wollte Merlin nur die Salami-Brote klauen. Das lasse ich nicht zu. Oh. Ja, mit. Hier ist auch noch was. Oh, eine Truhe ist die erste jetzt hier, ne? So, hier ist auch noch. Ach, die warten noch auf Abholung. Halleluja, so. So eine Horde Zombies ist schon fies. Jetzt muss ich echt einer von denen machen. Wo war der leere Tour? So, weiter geht's. Hier, wir räumen jetzt hier auch. Ach, hier kann man ja auch Scratch machen. Ich gucke schon gar nicht mehr hier drauf. Ich bin so gewohnt. Was ist das? Hm. Das wäre eine Möglichkeit. Das ist nicht schlecht. Den nehme ich auch noch mit. Komm, Jungs, macht die Typen nochmal ein bisschen klar. Der jetzt alles um mich rumläuft, der ist so eine kleine Armee. Lustig.
So, komm hier nochmal ein paar. Oh, noch ein bisschen XP, Freunde. Du jetzt nicht. Harry braucht neue Klamotten. Das kostet alles. Diese Salami-Brot ist auch nicht gerade billig. So. Mal meine der Salami sein. Ist nicht so gut. Oh, hallo, Freunde. Hier sind nicht so viel. Jetzt gerade, ich gehe mal gerade einen Schritt zurück. Okay, hier haben wir Schaden angerichtet. Sehr schön. Wie sich das gehört. Mein Zaubergang aktiviert gegen Elementarschaden, aber gut. Ist ein bisschen langsam an Schäden hier. Also dafür, dass er keinen Körper hat, fliegt er ein bisschen langsam. So, dann sind wir im Wald hier mal. Oh, jetzt kommt ja genau diese Riesenmotte. Auf sie mit Gebrüll, Jungs! Flop. Das hat auch schon mal lange gedauert. Okay. Also wenn so Millionen Zombies rumlaufen, ist das so schlecht. So können wir viel machen. Die überrennen einfach alles. So. Können wir gleich nochmal Sketch machen. Ich hoffe noch mal zu kommen hier. So, hier haben wir mal ein paar Kollegen. Diese Brücke ist auch endlos hier. Ja, und da geht es dann in die zur Hohenpforte. Dann können wir hier noch mal ein bisschen. Ja, dann gibt es noch was zu lesen noch. Wo war es das? Oh. Nichts mehr zum Umbringen. Das ist auch schade. Ich habe mich gerade warm gelaufen. Ah, das war ganz schlecht. Hat mich einer richtig gut getroffen. Wenn ich der hier. So, dann haben wir das auch. When I'm ready and not before. When I'm ready, not before. Irgendwann mache ich da mal ein Lied draus. Oder Musikvideo. Mit einer einzigen Textzeile. So, haben wir das geschafft. Das war ja relativ einfach gewesen. Das Staffelfinale. Also Aktfinale. Nicht jeder Akt ist so einfach, sag's euch. Schon auf dem Modell gesessen. Genau, dadeldödel, dadeldü. Genau, tralala. Und auf Wiedersehen. Ja, du mich auch. So, hier wieder alles abklappern. Jeder hat jeweils wieder was zu sagen. Hier. Da du, du, genau. Ach, hier ist der V wieder unterwegs, ne? So, hier wird auch noch viel gelabert. Hello, not the cockroach. Riedeladel, rödeldö. Genau. Und rambums, die rums, die bumsubums. Da haben wir das auch geschafft. Der Schritz, Banner und rödeldü und düdeldü. Genau, kennen wir alles schon. Hier haben wir. Nico, Meister der Tiefen. Ganz was für den. Genau, der Schritt Siegel und so. Ja, kennen wir alles. Was ist hier für ein Auflauf? Genau, haben wir eigentlich Prophezeiungen? Ja, tatsächlich. Ja, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe relativ wenig Silbermünzen gefunden letzter Zeit, muss ich sagen. Okay, hier haben wir diese zwei Typen. Furchtbar, mir diese Dekolleté zu sehen hier. What you did back there in San, it was truly terrifying.
Don't get me wrong. Piety. Bla bla bla, okay. See ya. See ya. Gott, ist hier alles los. Flatter, flatter. So, haben wir irgendwann vergessen? Nee, da ist noch ein Rufzeichen irgendwo. Doppel Nico, ne? Aber den haben wir doch. Den haben wir doch. Greetings. Achso, das ist die Ding hier. Greetings. Muss ich bemerken. Ja, irgendwo eine englische Sitzung ist oder sowas, dann sagen wir mal Greetings. Hello and welcome. Naja. Gut. Dann gut, wir kaufen, verkaufen jetzt den Loot. Yes. Yes. So, warum habe ich die jetzt mitgenommen? Na gut, da gibt es eine Sphäre für. Ding, dong, dong. Okay. Was haben wir hier? 1000. Boah. Gibt es die Lebenswiederherstellung für die Kreaturen? Ja, gut, das ist nicht so schlecht, aber die können wir auch jederzeit meistens ja, neu beschwören. Brauchen nur ein paar Leute killen und dann haben wir ja schon wieder Leichen, aus denen wir Zombies machen können. Das ist das Gute. Uns geht der Rohstoff nicht so schnell aus. Rohstoff hört sich jetzt komisch an, aber letztendlich ist es so. Ja. Yes. Was kaufen die, verkaufen die eigentlich? Kaufen die eigentlich? Ich weiß auch nicht, Matratzen. So, hier ist also Zauberklimbim. Auch nichts Besseres als das, was ich habe hier. See ya. See ya. What is it, Exile? Nein, ist es Exile. Ist immer so schnippig. Jedes Mal, wenn ich das spiele, ist sie schnippig. Ich weiß nicht warum. Kann nicht an mir liegen. Das waren das Luftwollschuhe. Naja. Ja, aber ich hasse jetzt erstmal keine Fehlinge. Und bringt mir nichts. Wäre aber nicht schlecht, mal einen Feeling Schuhe zu haben mit einer guten Geschwindigkeit drauf. Aber 20%, das ist schon nicht schlecht. Ein Gürtel können wir auch irgendwann mal ersetzen, aber ich werde ja in dem Level wahrscheinlich auch nochmal schön Loot finden. Go where you are needed. Genau! There's no time. Ja, Pointless. Wie du meinst. So, haben wir einen Haufen Klumpmarschieren gefunden. Mal gucken, ob ich das Ding austausche. So. Ja, hier haben wir wieder neue Missionchen. Kennen wir ja schon alles. Und ja, das gucken wir uns aber in der nächsten Folge an. Bei Pass of Exile mit Merlin, dem Salami, Ziegentier. Ja, sorry, ist mir jetzt nichts anderes angefallen. Und sieht es ein bisschen anders aus, ne? Kann es sein? Mit dem Stirnreif. Okay, sieht irgendwie besser aus. Aber dieses dreieckige Ding um den Hals finde ich so ein bisschen oldschool. Oh gut, das ist so ein bisschen wie so eine Skylo-Figur aus den 20er Jahren. Na gut, ich sag mal, Karius Klaus sah auch nicht besser aus. Von daher geht das schon hier. Naja, und dann, ja, würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Ging relativ schnell mit dem Tod des Oberbosses. Also ich muss sagen, wir sind zwar einmal überraschend tot gestorben, aber sie macht sich echt gut, muss ich sagen. Die haut richtig gut zu. Und bisher hat man noch nie so ein großes Problem mit einem... Jetzt hat man den ersten schweren Bossgegner und wer die letzte Liga geschaut hat, weiß, dass man sich da ein bisschen schwer getan hat mit dem letzten Charakter. Da hat man natürlich auch das Problem, dass in der Liga auch alles genervt worden ist. Der Schaden war schlechter, der Loot war schlechter. Jetzt sind wir hier schon weiter, wir sind jetzt auf Stufe 40, wir haben schon ein paar gute Sachen gefunden. Und ja, also es sieht hier wirklich besser aus, muss ich sagen. Und mit ihr, mit ihrem Zombie, mit der Zombieherde, das geht auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Also bisher macht das ein bisschen mehr Spaß als vorher in der Liga, da war es teilweise doch echt anstrengend. Was ich denn hier? Ja, hier sieht man irgendwelche Statistiken am Server. CPU-Auslastung, was weiß ich, ist jetzt nicht so interessant. Das kann man auch aus Versehen gleich F1 gedrückt. Latency ist ganz gut eigentlich. So, und dann, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr nochmal gucken wollt, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn Merlin sagt,
Wie überraschend, genau. Und dann bis zum nächsten Mal. Danke und bye bye.